Liftungsanlage ist wieder repariert. Praktikant ist seit neuestem Elektriker. Interessant. Ofen ist gut repariert. Friseusenkörbe sind eingerichtet. Praktikant hat wahrlich gute Arbeit. Oh! Hallo, meine Freunde! Und willkommen zu einer weiteren Kochsimulator-Folge mit Ideno. Heute, wir werden eine kleine, wirkliche Gerichte kochen, die wir schaffen bis zum Ende. Heute ist erste Gericht dran. Aber, bevor wir machen Gericht, wir wollen auch noch eine spezielle Gericht machen. Eine frittierte Bölle. Ich wünsche viel Spaß bei der Folge. Lassen Sie eine Like für die Deno da. Wenn Sie wollen, noch mehr Kochsimulator. Und ich würde sagen, fangen an zu kochen. Heute werden wir eine vernünftige Gericht kochen. Wir machen heute Penne mit ein bisschen Gemüse in die Ofen rein und ein bisschen Fleisch in Pfanne. Aber das ist nicht alles. Wir haben noch kleine Böller mit Fritteuse kombiniert, wo wir müssen Geheimzutat machen. Wir gucken an. Zunächst, wir brauchen ganz viele Gemüsezutaten für Backblech. Wir holen uns und machen alles drauf. Brokkoli, Mais, Brot, Petersilie, Tomate, Gurke, Jalapeno, Chilischote, Zitrone, Apfel, Burgerbrötchen, Orange, Zwiebel, Knoblauch, Pastinak, was ist das? Ingwer, Kartoffel, grüne Paprika, gelbe Paprika, Rot, Champignon, rote Beete, Aubergine, Kürbis, Rotkohl, Frühlingszwiebel, Meerrettich, Zucchini, Karotte. Dann, wir packen Backblech erstmal hin. Sie können sehen, wir haben viele Sorten Gemüse. Vor allem spezielle ist die Brot- und die untere Burgerbrötchenhälfte. Wir nehmen diese, packen in die Fritteuse Burgerbrötchen und Brot. Öl reinfüllen, machen voll und starten Fritteuse. Jetzt wir müssen gucken, dass wir machen Gemüsepfanne. Wir machen uns das bisschen leichter. Drehen die ganze Backblech auf das Brett. Okay, wir müssen zunächst, damit kann Braten in Ofen, eine kleine Untergrund schaffen. Und dafür, ich habe Johannisbeermarmelade dahin gemacht. Wir gießen auf Blech. Bitte bisschen schneller. Mach bisschen schneller jetzt. Ah! Oh! Okay, dann wir können entsorgen Flasche. Dann wir nehmen die Messer und schneiden erstmal Kürbis. Restliche Kürbis machen wir in Mülleimer, aber wir brauchen ein Stück Kürbis. Machen wir jetzt fertig. Schneiden, schneiden, schneiden. Jetzt wir machen von hier. Bisschen so, machen kleine Würfel. Okay, ich habe bessere Idee. Wir holen uns elektrische Zerkleinerer und machen noch bisschen was rein. Bisschen Platz ist noch da. Bisschen Platz ist noch da, denke ich. Wir nehmen Karotte mit rein, Zitrone, alles. Das ist ganz schön viel. Ja. Gemüsepfanne sieht denn nicht schlecht aus. Okay, dann wir nehmen Brett noch ein bisschen und machen hier rüber. Okay, ja. Okay. Gemüsepfanne sieht gut aus, finde ich. Wir müssen noch ein bisschen würzen mit Ketchup. Mache ein bisschen Ketchup rein. Ketchupflasche ist leer. Dann wir brauchen noch was anderes. Wir nehmen Weinessig. Ist auch gut. Ich weiß nicht, was genau das ist, aber wir können nehmen. So, wir machen ein bisschen rein. Kommen Sie. Machen Backblech ein bisschen voll. Tropf ein bisschen raus hier auf eine Seite. Aber ist kein Problem. Schmeißen einfach weg. So. Oh. Ist in Ofen. Was ist mit Ofentür? Nein. Ich habe vergessen, Fritteuse Brot rauszunehmen. Okay. Ah, Mama Mia. Was ist mit diesem Brot passiert? Sieht gar nicht gut aus. Gucken sich die Brot an. Ist scheiße rauf. Oh. Okay. Wir nehmen Backblech und packen hier rein.
in die gute Ofen. Jetzt wir müssen besorgen einen Topf für Spaghetti à la Penne. 2 Liter warmes Wasser. Ja, könnte reichen. So, jetzt wir machen hier, können Wasser schon mal zum Kochen bringen. Wichtig ist, Spaghetti immer in kalte Wasser reinpacken und ich weiß noch von Kindheit, dass in Spaghetti in so Wasser muss Zucker rein. So, Flasche kippen. Was ist das? Das sind jetzt 20 Nudeln. 20 Nudeln sind das. In diese ganze Paket. Okay, als geheime Zutat, wir brauchen noch ein bisschen... Ist das Reichessig? Okay, die geheime Zutat packen noch rein. Okay, jetzt wir machen Ofen ein bisschen an. Wasser kocht. Machen Flasche auf. So, perfekt. Damit wir Gericht können komplett machen, wir nehmen Fleisch, Schweineschulter in Pfanne rein. Okay, sieht gut aus. Ich habe gutes Gefühl diesmal. Wir können die Brot nehmen und packen in andere Ofen rein. Okay. Wissen Sie, kochen ist ganz einfache Sache. Wie Sie sehen, oh, die Gemüse. Oh, Gemüsepfanne ist sehr lecker. Ich glaube, Nudeln sind fertig. Okay. Dann wir schmeißen den Topf hier einfach rein. Ist gut gelaufen. Paar Nudeln sind in Waschbecken gelandet, aber ist gar nicht so groß problematisch. Jetzt wir holen uns am besten schon mal eine große Teller, damit wir können servieren das Gericht an. Sind ganz wenig Nudeln. Zum Glück, wir haben eine riesen Portion Fleisch. So, jetzt wir machen Fritteuse ein bisschen an. Die Böller machen gute Licht, aber wir müssen... Was ist passiert? Wenn du benutzen willst Fritteuse, musst du erstmal reparieren. Wir machen kleine Gasflasche rein. Funktioniert gut. Nehmen noch die Gasflasche, packen daneben, damit wir haben extra Energie. Für diese Gasflasche können wir packen auf Herd, damit wir kriegen explosiven Geschmack. Dann kann ich weiter gucken. Nehmen. Oh nein. Was ist passiert? Okay, okay. Ich werde Schweineschulter hier raufpacken. Ist sie gut? Ja, ist sie gut? Ja, und wir nehmen die Backblech. Okay, es wird sehr knapp. Ja, aber ich habe gute Gefühl. Oh, oh, sieht ein bisschen aus wie Lego. Okay, jetzt haben wir einen Riesenteller. Wir geben erstmal die Riesenteller ab. Es fallen viele Sachen durch Teller, aber ist kein Problem. Ich finde, Gericht sieht gut aus. Wir machen kleine Foto. Okay, dann wir können schmeißen Gericht hier auf Boden und machen das, was wir machen immer. Nämlich große Explosionen. So, machen einmal ein bisschen größer hier den ganzen Raum. Ist okay? Seid ihr bereit, um Küche ein bisschen auseinanderzunehmen? Ich bin sehr bereit. Ich habe einen Feuerlöscher auf andere Seite. Ah, hier ist Feuerlöscher. Ich glaube, Fritteuse ist kaputt. Und Ofen auch schon. Ich werde größte Explosion machen, die sie haben je gesehen. In diese Küche, mein Chef hat gesagt, er wird mich entlassen. Ich darf nie wieder kochen, wenn noch einmal ist kaputt. Aber ist mir egal. Bisschen Geräusche ist völlig normal. Ist nichts Gefährliches, ist alles okay. Wir brauchen ein paar Flambierer und werden größte Explosion in ganz Cooking Simulator ausprobieren. Oh, es fängt an zu brennen. Haltet die Klappe und sage nichts. Aber ich habe Gefühl, bei dieser Riesenexplosion, ganze Küche wird nicht mehr überleben. Warum kommt keine Explosion? Okay. Die wollen nicht anders. Ich
Ich werde dafür sorgen, dass hier alles explodieren! Ich habe gesagt, es wird das Löcher in Wand. Ja, Leute, das war natürlich wieder eine weitere Folge von die Kochsimulator. Beim nächsten Mal, ich glaube, wir kochen bei uns zu Hause. Ich glaube wirklich, wir sind in unserem eigenen Zuhause und kochen da. Falls Folge gefallen hat, lassen Sie einen Daumen für die Denno da. Drücken Sie Abonniere-Knopf von die Denno mit. Ja. Gucken andere Videos von die Kochsimulator. Und ich wünsche einen schönen Tag. Denno out.